Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der Reihe im Gespräch mit den Landtagsabgeordneten unserer Region. Es sind bekanntlich 8. Heute im Gespräch mit Karl-Wilhelm Röhm. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag für den Wahlkreis 61 Hechingen-Münzingen. Schön, dass Sie da sind, Herr Röhm. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Röhm, wir fangen immer ein bisschen biografisch an. Sie sind in Tübingen geboren, Abitur gemacht in Tübingen oder in Münzingen? Nein, an der Ursprungsschule, war in einer Privatschule. Ah ja. Da habe ich Abitur gemacht, da war ich 8 Jahre Schüler und 8 Jahre Lehrer. Und dann Studium in Tübingen? Studium in Tübingen, zunächst in Stuttgart und Tübingen und dann noch Auslandssemester in Newcastle upon Tyne. Englisch und Sport? Englisch und Sport, jawohl. Und wieso Lehrer geworden? Ich war bei der Berufsberatung im Jahre 69 und die haben damals gemeint, ich soll auf jeden Fall einen Beruf ergreifen, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Und dann haben wir überlegt, ob ich Apotheker werde oder Lehrer. Und ich habe mich für Lehrer entschieden und das habe ich nie bereut. Und dann sind Sie bei der Bundeswehr vorher noch gewesen und sind Oberstleutnant, ist das richtig? Ja. Und da drängt sich natürlich die erste aktuelle Frage auf, Bundeswehreinsätze im Innern für Terrorbekämpfung oder so. Wie sehen Sie das? Halte ich dringend für notwendig. Die Bundeswehr hat schlicht und einfach die hervorragenden ausgebildeten Menschen für solche Einsätze. Wir haben ein Kommando Spezialkräfte und andere. Und dass das Ganze natürlich unter Führung der Polizei geschieht, ist klar. Und deswegen finde ich die Lösung, die man jetzt in Baden-Württemberg gefunden hat, wenigstens mal eine Stabsrahmenübung zu machen, für vernünftig. Und vor allem ist das Misstrauen gegen die Bundeswehr damit beendet. Es hat ja immer Menschen gegeben, die Schwierigkeiten damit hatten. Also das ist eine demokratische Armee und vor der braucht niemand Angst zu haben. Dann waren Sie Oberstudiendirektor am Gymnasium in Münzingen. Wieso nur zusätzlich Landespolitik? Ich denke, Sie wären voll ausgelastet gewesen. Das ist sachlich richtig, aber ich bin Spätberufener. Ich war knapp 50, als ich in den Landtag gekommen bin. Ich wollte mich nie in Abhängigkeit der Politik begeben. Und deswegen war das ein Geschenk, dass ich beides machen durfte. Und das war auch richtig so. Im Übrigen halte ich die Entwicklung für völlig falsch, dass der Landtag ein Vollzeitparlament geworden ist. Landtag ist ein Regionalparlament. Und wir sollten den jungen Leuten vor allem die Chance geben, im Beruf zu bleiben und nicht von der Politik abhängig zu werden. Kommen wir ein bisschen zur Landespolitik. Die Wahl war natürlich ein bisschen desaströs für die CDU, 27%, sogar noch hinter den Grünen. War Wolf der falsche Kandidat? Hätte man gleich Strobel nehmen sollen? Nein, das ist überhaupt, wäre völlig egal gewesen, wer Kandidat gewesen wäre. Wolf war der richtige Kandidat. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass halt der amtierende und neue Ministerpräsident halt eine gute Reputation hat und das wäre völlig egal gewesen. Unser Problem waren nicht die Grünen, sondern unser Problem war die AfD. Da kommen wir nachher noch drauf. Frage, Herr Röhm, wie die ersten 100 Tage sind längst vorbei. Wie klappt es? Ich muss sagen, grün-schwarz unter Herrn Kretschmer. Sie sind Juniorpartner zwar wieder in der Regierung, aber wie geht es? Bei uns geht es bestens. Wir stellen ja das Kultusministerium, das ist mein, als bildungspolitischer Sprecher, mein Hauptbetätigungsfeld und da haben wir eine sehr aktive und agile Kultusministerin und mit dem grünen Teil komme ich sehr gut zurecht. Die Bildungspolitik, Sie haben es angesprochen, ist natürlich schon ein wesentlicher Faktor in dem Land. Man hat natürlich gehofft, die CDU macht da das Korrektiv und biegt die größte Fehler wieder zurecht, zum Beispiel, dass es keine Grundschulempfehlung mehr gibt. Das sind Sie nicht geschafft, warum nicht? Ja doch, wir haben da schon was geschafft. In Zukunft, wenn die rechtliche Seite geklärt ist, vom Datenschutzrechtliche, wird die Grundschulempfehlung der aufnehmenden Schule wieder vorgelegt werden. Aber nicht verbindlich, oder? Das ist nicht verbindlich, nein, aber wir haben zum Beispiel jetzt im neuen Realschulkonzept, das demnächst verabschiedet wird, eine Orientierungsstufe eingeführt und nach Klasse 6 ist dann ein Schnitt, wo nicht der Elternwille mehr entscheidet. Gut. Gemeinschaftsschule gibt es auch weiter. Wie sehen Natürlich gibt es sie weiterhin. Wir sehen das völlig unverkrampft. Wir rechnen am Ende ab. Also jede Schulart muss ihre Leistungsfähigkeit nachweisen. Die Gemeinschaftsschule hatte nur bedingt bisher Gelegenheit. Ja gut, die VERA-8-Ergebnisse waren nicht so berauschend. Aber wir vergleichen das ganz entspannt, wenn mal ein paar Durchgänge geschafft sind. Und dann wird man auch die notwendigen Konsequenzen daraus ziehen. Sie als erfahrener Pädagoge ohne Note, keine Wiederholung, kann das funktionieren? Also ich bin nicht nur ein erfahrener Pädagoge, sondern ich habe in einer Schule gearbeitet, 8 Jahre lang, wo solche Dinge gang und gäbe waren. Und ich würde prognostizieren, dass es nicht funktionieren wird. Allerdings muss ich sagen, haben Sie ja nicht alle
der Gemeinschaftsschulen die reine Lehre gehalten, sondern viele sind ihren vernünftigen Weg gegangen. Und das wird am Ende wahrscheinlich dann auch allgemeine Erkenntnis werden. Das alles nach wie vor überlagernde Thema ist die Flüchtlingsgeschichte. Ja. Frage, der Herr Rücke sagt im Wahlkampf, die Merkel hat alles falsch gemacht. Wie sie jetzt hieß, jetzt rudert sie ein bisschen wieder zurück. Die Zeit hätte sie am liebsten zurückgedreht oder so. Regulierung, Verteilung, Integration, wie sie jetzt hieß. Ja, wir müssen mal eins klarstellen. Und das ist vielleicht von der Politik versäumt worden. Bürgerkriegsflüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention sind Gäste auf Zeit. Und wenn die Verhältnisse sich in der Heimatland beruhigt haben, dann werden die im Regelfall zurückkehren. Wir haben die Aufgabe, da bin ich dafür, dass wir die Menschen beherbergen, dass wir sie beschützen, dass wir ihnen was beibringen. Aber wenn Befriedung eingetreten ist im Heimatland, muss es auch eine Rückkehr geben. Und wenn die Angela Merkel etwas falsch gemacht hat, dann hätte sie dem Satz, wir schaffen das, ein Komma hinzufügen müssen, wenn Europa zusammensteht. Ja, dann hat es eine andere Qualität. Und ich glaube, die Erkenntnis ist gewachsen und jedermann wird wissen, dass wir nicht nochmal so einen Schub verkraften können. Wir haben Vollbeschäftigung, wo sollen die Leute bitte schön Arbeit finden? Warum funktioniert das mit den Abschiebungen nicht besser? Ja, weil da gibt es vielerlei Mechanismen. Da gibt es Pro-Asyl-Organisationen, die kein einziges abschieben wollen. Und dann gibt es natürlich auch, neulich hat es einer gesagt, eine Art Abschiebungsverhinderungsindustrie. Juristen, Ärzte und viele andere spielen da eben mit. Und das ärgert die Leute. Zu Recht, völlig zu Recht übrigens. Sie haben vorher die AfD schon angesprochen, die natürlich im Wesentlichen sich speist aus dieser Flüchtlingspolitik. Ja. Was ist Ihre konkrete Erfahrung im Landtag? Man hört eigentlich nach außen hin nur zerstritten, gespalten und jetzt wieder zusammen. Tun die eigentlich was? Ja, also ich nehme sie zur Kenntnis, ich sitze direkt neben Ihnen. Wir dürfen einen Fehler nicht machen. Die AfD-Fraktionen sind nicht nur schräge Vögel. Ja? Da hat es ein paar wenige drin, das würde ich so sagen. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, es sind 9 Promovierte drin, ein 24-Jähriger mit 2 Meistertiteln. Man muss sie fachlich greifen, inhaltlich greifen. Aber dazu haben sie uns bislang noch wenig Gelegenheit gegeben. Es sind ja wahrscheinlich im Wesentlichen nur die Protestwähler, sagt man, und nicht welche, die meinen, die AfD könnte es besser. Können Sie sich mal vorstellen auf die Dauer? Ich meine, 6-Parteien-System ist schwierig, eine Koalition mit der AfD? Das ist kein Thema, sondern ich habe ein anderes Ansinnen. Ich will, dass das Machtvakuum, das rechts von uns entstanden ist, von uns geschlossen wird. Ja, und da muss sich CDU und CSU zusammenraufen, dann kann sich das Thema eines Tages erübrigen. Also ich möchte nicht koalieren, sondern ich möchte die Wähler wieder gewinnen. Und die Wähler dürfen wir doch, da stimmen Sie mir vielleicht zu, nicht unbedingt alle als Nazis und Rassisten beschimpfen. In keinster Weise, das wäre völlig falsch, das sind völlig normale Leute. Das ist ein anderes Wählerpublikum, als ich es erlebt habe von den Republikanern und der NPD. Das sind völlig normale Menschen. Ja. Und Sie holen auch Nichtwähler wieder zurück? Auch, ja, natürlich, das ist in Anführungszeichen ein Verdienst der AfD. Ja. Und der anderen in Berlin auch natürlich, der kleinen Parteien, dass sie Menschen wieder an die Wahlurne bringen. Blicken wir mal ein bisschen nach vorne, weil das nächste Jahr ist ja das große Wahljahr, Bundestagswahl 2017. Ja. Aus Gründen unserer limitierter Sendezeit, Herr Röhm, wenn Sie einverstanden sind, versuche ich es mit Halbsätze und Sie vervollständige Sie. Ja, wenn der Halbsatz vernünftig ist. Ich kenne mein Bestes. Ja. Sicherheit ist ja in Baden-Württemberg ein großes Thema. Für unsere Demokratie wichtige und schwierige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit kommt es vor allem darauf an, dass wir jedem einzelnen Menschen das Gefühl geben können, dass wir für seine Sicherheit sorgen können. Und das ist schwierig genug. Ja, in diesem Sinn. Ja. Zweitens, die FDP wird wohl wieder in den Bundestag einziehen, aber für Schwarz-Gelb wird es nicht reichen. Ich könnte mir Schwarz-Grün im Bund nicht vorstellen, weil... Ich könnte mir es durchaus vorstellen. Ich strebe es nicht an, aber ich könnte mir es vorstellen. Auch in der Flüchtlingspolitik? Ist eher schwierig. Also wenn die Richtung vom Ministerpräsidenten vom Bund übernommen wird, dann geht es leichter. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Stichwort Europa. Der Brexit ist eine Chance für Europa. Der Brexit ist schlecht für Europa. Ja, zunächst schlecht, aber auch Chance. Weil man muss ja verhindern, dass dem Beispiel noch weitere Folgen werden. Und dann kann man die grundsätzliche Debatte nochmal führen, was einem wichtig ist an Europa. Warum werden die Abstimmungen über Europa so gescheit? Bei uns hat man da nie gefragt, Dänemark, Niederlande wollen wir jetzt probieren. Warum macht man nicht mehr Beteiligung der Bevölkerung? Das hat bei uns keine Tradition
Und man sieht ja auch, manche halten sich ja nicht so dran. Manche tun sich ja schwer mit Ergebnissen. Das sieht man in der Grundsteinlegung zum Tiefbahnhof. Ja. Also die Grünen konnten dort nicht hingehen. Ich finde es nicht in Ordnung, weil entweder respektiert man Bürgerentscheidungen oder man respektiert sie nicht. Da hat heute ein Herr Römi das einfließen lassen, darf in die Halbsätze, gesagt, er weiß jetzt, warum das S21 heißt. Weil das wird wahrscheinlich die Milliardensumme sein, die es am Schluss kostet. Glauben Sie das auch? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Da bin ich. Aber wenn es mal fertig ist, fahren alle Zug, dann sind alle wieder dabei. Ja, klar, das ist immer so. Für die CDU wird es darum gehen, weil die Volkspartei ja schrumpft, so Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Das dauert. Eine Möglichkeit wäre, wie wir vorher schon angesprochen haben, wir sollten öfters die Wähler fragen mit Volksentscheid oder ich bin dafür oder dagegen. Ja, wir sollten vor allem den Wähler ernst nehmen. Es gab da in manchen Fragen der Flüchtlingsdebatte eine ganz merkwürdige Koalition zwischen Presseorganen und allem Möglichen. Und da hat man versucht, den Leuten X vor dem U vorzumachen. Das war falsch. Und das Ganze ist dann eskaliert in dieser berühmten Silvesternacht. Da gab es ein Organ, nämlich der Kölner Stadtanzeiger, der verantwortlich gehandelt hat. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben nicht verantwortlich gehandelt. Sie waren Teil der Verheimlichungsstrategie. Und das lässt der Bürger sich nicht gefallen. Eine wichtige Personalie. Ich habe neulich gelesen, vom Kanzlerbonus zum Merkel-Malus. Die Angela Merkel tritt wieder an als Kanzlerkandidatin zu ihrer vierten Amtszeit oder nicht? Ich würde sagen, sie tritt wieder an. Ich wünsche mir eine klare Einigung mit der CSU und dann steht dem Erfolg gar nichts im Weg. Glauben Sie, dass sie mit dieser Kritik umgehen kann? Wenn man sie jetzt so sieht, wirkt sie deutlich angeschlagener wie früher. Ich war vor 14 Tagen bei ihr mit der Fraktion. Ich kann ihr eins attestieren, sie weiß ganz genau, wie die Menschen denken, ja, und wie die Menschen fühlen. Aber sie hat halt schwierige Partner. Ja. Der eine wirft ihr vor, dass sie mit Erdogan zusammenfindet und Abkommen trifft. Ja, ich finde es das richtig, dass nicht nochmal 3 Millionen Flüchtlinge kommen. Mir ist das lieber. Die bleiben dort und können dann wieder heimkehren. Man muss halt auch mit Schurken zurechtkommen in diesen Tagen. Man könnte natürlich schon sagen, man hätte vielleicht die Europäer fragen sollen, bevor man gesagt hat, herzlich willkommen. Ja, wir haben eins versäumt, nämlich die Außengrenze zu schützen. Da sind wir alle gemeinsam dran schuld. Die Möglichkeiten hätten wir. Letzter Halbsatz. Ethiker und Zukunftsforscher sind sich ziemlich einig. Die soziale Ungleichheit nicht nur in unserer Gesellschaft wird zunehmen. Daran ist die wirtschaftliche Entwicklung, Globalisierung, Digitalisierung schuld. Da kann die Politik nichts ändern, da kann die Politik was ändern. Ja, selbstverständlich. In der Bildungspolitik, wenn ich das so sehe, kommt ja oft das Wort Chancengleichheit. Was wir tun müssen, ist einzig und allein die Bildungspotenziale, die vorhanden sind, auszuschöpfen. Und deswegen hielt es zum Beispiel sinnvoll, dass man am Ende von Klasse 4 nochmal irgendeine Orientierungsarbeit schreibt, um Erkenntnis zu gewinnen. Es sind ja die Eltern, die die Chance für die Kinder verhindern, nicht die Politik. Manche Eltern sind so bildungsbewusst, dass ihr Kind auf jeden Fall aufs Gymnasium muss und andere sehen gar keine Notwendigkeit. Und wir wollen die gewinnen, die geeignet sind. Wie sehen Sie es, wenn, ja, persönlich gefragt, vielleicht in unserer rasant sich ändernden Gesellschaft, was macht Ihnen Sorge, was macht Sie optimistisch? Also wenn ich als Pädagoge dran denke, was ich für junge Leute die letzten Jahre kennengelernt habe, dann schaue ich außerordentlich optimistisch in Zukunft. Auch die jungen Lehrer, die tolle Lehrergeneration. Wenn ich mir dran denke, wie an Erdogan über soziale Netzwerke auf Europa einwirken kann, dann macht man das Sorge. Also dass irgendeine Panik aufkommt, weil die Menschen auf jeden Blödsinn reinfallen. Das macht man Sorge. Und wie sehen Sie das in Deutschland? Es geht ja eigentlich den Deutschen relativ gut. Ja. Jammern auf hohem Niveau und trotzdem ist die Stimmungslage insgesamt schlecht. Das ist normal. Bei Ölkrisen war die Stimmungslage schlecht. Ja. Und dann haben wir die schrecklichen Ereignisse in Amerika gehabt, wo die Twin Towers zusammengeflogen sind. Und immer wenn solche Phasen eintreten, glauben die Menschen, denen es wirklich gut geht, ihnen ging schlecht, weil sie von der Grundstimmung her pessimistisch sind. Ich sehe die Gefahr so nicht und ich selber bin von Grund auf ein optimistischer Mensch und werde das auch bleiben. Letzter Punkt. Ist mir erst neulich klar geworden, auch in Vorbereitung dieser Sendung. Wer AfD wählt, also rechts wählt, der kriegt möglicherweise Rot-Rot-Grün. Wie sehen Sie das? Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich glaube aber nicht, dass die Leute die AfD wählen, um dieses Ziel zu erreichen. Sollen sie halt mal drüber nachdenken. Ich wäre dankbar dafür. Wie kriegt man es hin, dass die
die CDU und so die Volkspartei wieder mehr Stimmen kriegt. Wir müssen unser Programm noch deutlicher artikulieren. Wir müssen uns abheben von rechts, dürfen aber den Platz rechts der Mitte nicht anderen überlassen. Vielen Dank, Herr Röhm. Gerne. Liebe Zuschauer, das war unser heutiges Im Gespräch mit Karl Wilhelm Röhm. Ich darf Sie nur ermuntern, suchen Sie den Kontakt zu unseren Abgeordneten. Die brauchen den Feedback und wirken Sie so und gestalten mit, auch in der Landespolitik. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.